Das Wetten der Woche diesmal nicht für Andrea Nahles. Das wäre etwas zu fahles. Aber ich hab's kommen sehen, hat meine Omi Glimpsch in Zittau gesagt. Ich hab's kommen sehen, hat sie mir extra getwittert dieser Tage. Die DDR kommt wieder. Hausgemeinschaften wie früher, der Dynamo Dresden ganz oben in der Liga und Solidarität und eine nationale Volksarmee und die Grenzen dicht. Das ist doch, was wir alle wollen, nicht? Und vor allem gute Wahlergebnisse. Egal jetzt mal für wen, nicht? Aber das hat doch alles geklappt, nicht? Und was hier an guten Fressalien zum Teil weggeschmissen wird, nicht? Da kriegen wir die DDR-Leute dreimal satt, nicht? Also es gibt sozusagen auch wirtschaftlich, ökonomisch, nicht? Aus sozusagen überhaupt kein Problem, nicht? Die Frage ist nur, wie kommen unsere Parteien sozusagen wieder vom Misthaufen in den Sattel, mit dem sie liegen? Das ist eine ganz schwere Frage, ganz schwer. Man könnte natürlich sagen, dass man die Neonazis, also auch die AfD, egal wen jetzt nicht, alle nach Mecklenburg-Vorpommern schickt, nicht? Ostpommern zum Beispiel, und sie dort siedeln lässt. Also praktisch in alten Rittergütern, dass sie das Land ein bisschen aufbauen. Der Vorteil wäre, wir hätten sie hier los, nicht? Und ich sage, ansonsten muss man auf die Straße vertrauen. Was jetzt gelobt wird, wieder unglaublich, ein Lob, unglaublich für den Tsiazumunan-Platz in Peking, nicht? Dass die Studierenden damals zum Massen auf die Straße. Zehntausende haben gegen das kommunistische Regime gekämpft. Was natürlich nicht kommt, sind diese Sequenzen, wo die Studierenden, also Studenten, die Internationale gesungen haben. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets mal noch zum Hunger. Das haben sie rausgeschnitten, aber nur wegen der Pressefreiheit. Nicht? Man kann auch nicht, oder ohne Sorge, nicht? Was hat der ohne Sorge? Nicht? Der hat ja diese ganzen Schülerproteste ausgelöst, hat praktisch zur Wahl der Grünen geführt und letztlich sind wir direkt bei Kretschmann gelandet. Ist das nicht schön? Wir haben eine große Partei, wir stehen kurz vor der Machtübernahme. Was interessiert uns dann Nahles und die SPD? Nicht? Die Grünen müssen eigentlich jetzt nur noch, wie früher der Kretschmann, vor die Betriebe und Flugblätter verteilen. Aufruf zur Enteignung von Daimler. Das wär's.